Keine Frage, Fettchef. Paul war heute deutlich hawkischer als von den Märkten erwartet. Nichts mehr mit Disinflation. Dieser Begriff war ja das neue Transitory, könnte man sagen. Sie erinnern sich damals, Paul, 2021 und die Fed-Mitglieder. Ja, diese Inflation ist Transitory, ist vorübergehend. Jetzt sprach Paul immer wieder Anfang Februar von Disinflation. Ein schwerer Fehler aus meiner Sicht, den er jetzt korrigiert hat, offenkundig. Jetzt ist wieder Inflation statt Disinflation. Die Folge, Renditen sind ja stehen. Zinskurven invertieren immer mehr. Der Dollar hatte deutlich zugelegt. Die Aktienmärkte moderat schwächer. Mal schauen, wie die ganze Geschichte da weitergeht. Aber eins ist klar. Paul hatte Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Economic Data ist stärker gewesen als erwartet. Das deutet darauf hin, dass die Zinsen höher steigen müssen als vorher gedacht. Und wir sind bereit, die Zinsschritte wieder größer zu machen, wenn das so weitergeht. Also nicht nur 0,25%, das war ja lange das Mantra der Fed, wir werden jetzt kleinere Zinsschritte machen, sondern auch 0,5% Schritte, dazu gleich mehr. Und in der Summe viel hawkischer als gedacht, nichts mehr mit Disinflation, vielmehr hat jetzt Paul zur Kenntnis genommen, alles andere wäre auch etwas wunderlich gewesen, dass eben die Wirtschaft der USA bessere Zahlen gemeldet hat als erwartet, dass also mithin die bisherigen Zinsanhebungen nicht wirklich die Wirtschaft und damit die Nachfrage bremsen und damit steht die US-Notenbank vor der Situation, ja, wir haben die Zinsen massiv angehoben, aber es passiert irgendwie nichts, es passiert nicht das, was wir eigentlich erwartet hatten und jetzt plötzlich der Zinsgipfel bei 5,6%, also es rutscht immer höher, vor wenigen Tagen, wenigen Wochen könnte man sagen, war dieser Zinsgipfel noch unter der Marke von 5%. Und hier sagt er, ja, die Inflation ist zwar etwas moderater geworden im letzten Jahr, aber wir sind noch weit über der 5% Marke und hier sagt er, wir haben aus der Historie gelernt, dass es gefährlich ist, wenn man zu früh diesen Kampf gegen die Inflation aufgibt. Hier sehen wir mal, wie stark diese Terminal Rate Expectation nach oben gegangen ist, also die Erwartung, wo der Zinsgipfel denn liegen wird. Kein Wunder, schauen wir uns an, CPI-Daten, also Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, die PCE-Verbraucherpreise über der Erwartung dazu, die Revisionen der Vormonate, was die Inflation betrifft, nach oben dazu starke Konjunkturdaten und dann heute vor dem Senat Elizabeth Warren, eine offenkundige Vertreterin von MMT, die linke Demokratin, you're gambling with people's lives. Sie sprach davon, dass dann wahrscheinlich 2 Millionen mehr Menschen arbeitslos werden. Paul hatte vorher gesagt, wenn wir die Inflation nicht in den Griff kriegen, dann ist diese Wirtschaft nichts mehr wert. Denn wenn, das hat er so nicht gesagt, aber das ist der Subtext, wenn die Leute das Vertrauen ins Geld verlieren, und darum geht es letztendlich, dann hast du ein Riesenthema. Und Elizabeth Warren sorgt sich um die Arbeitslosen, aber wir wissen aus hochinflationären Zeiten, was dann an Arbeitslosigkeit auf uns zukommt. Ich bewundere Paul für seine Engelsgeduld, mit der er sich da die Sermone von Elizabeth Warren angehört hat, die nicht kapiert, dass hier die Systemfrage gestellt wird, sondern dann sagt, ja, dann werden vielleicht 2 Millionen mehr Leute arbeitslos. Paul hätte sagen müssen, okay, dann haben vielleicht 200 Millionen Leute ein Problem. Also das ist schon im Grunde jetzt deckungsgleich mit der Wall Street, die wohl auch immer billig ist. Geld. Die Warren will das, damit die Arbeit, damit alle Jobs haben. Ist ja ein ehrenhaftes Motiv, aber letztendlich kapiert sie aus meiner Sicht gar nicht, worum es geht. Schauen wir uns mal hier diese 4 Events an. Paul Testimony haben wir jetzt hinter uns. Payroll, CPI und dann die Fed-Sitzung kommen noch als nächste große Events. Kurz vor der Rede von Paul war die Wahrscheinlichkeit einer 50% Basispunkte Zinsanhebung 32%, wenige Minuten später dann 50% und die Terminal Rate jetzt, wie gesagt, bei 5,6%. Schauen Sie sich mal an, hier rechts oben, wie stark das jetzt permanent nach oben geht mit dieser Zinserwartung. Und hier sehen wir jetzt, kurz bevor ich hier diese Aufnahme gemacht habe, habe ich hier das Tool kopiert von der CME, die Fed Fund Futures, wie ist die Wahrscheinlichkeit bei der nächsten Sitzung der Fed?
die am 22. März es sein wird, nehme ich jetzt 61,6%, dass die Zinsen um ein halbes Prozent ansteigen und nur noch 38,4%, dass sie um 25 Basispunkte ansteigen. Und das bedeutet aus Sicht der Anleihenmärkte, also wenn die Zinsen höher steigen, dann werden wir mit Sicherheit eine Rezession bekommen. Zunächst mal die zweijährigen Anleiherenditen jetzt fast auf 5% gestiegen. Das ist jetzt etwa das Niveau, das wir kurz vor der Finanzkrise einmal erreicht hatten. Und dann aber noch bedeutsamer, die Zinskurve hat sich so stark invertiert wie seit Anfang der 80er Jahre. Nicht mehr die 2- und die 10-jährige US-Staatsanleihe, jetzt minus 100 Basispunkte, also 1%. Im Hochpunkt, als damals Volcker noch am Ruder war bei der Fed, waren wir bei 242 Basispunkten, also bei 2,42%. Krasse Situation. Wir sehen, dass die Anleihenmärkte, die Zinskurven jetzt so invertiert sind, wie gesagt, nicht mal in der Finanzkrise, nicht mal vor Platzen der Dotcom-Blase, Schnipp und Schnapp. Und hier die Commerzbank sagt, higher for longer, also Zinsen höher und länger. Das hatten die Märkte, die Anleihenmärkte ja schon längst eingepreist. Die Aktienmärkte wollten ein bisschen spielen. Aber Paul hat auch gesagt, wir haben noch signifikante Daten vor dem Meeting der Fed ja am 22. März. Das ist vor allem am Freitag der Arbeitsmarktbericht. Und dann nächste Woche am Dienstag die Verbraucherpreise, CPI. Das wird extrem wichtig. Die Amis stellen jetzt am Wochenende die Zeit um. Die Daten kommen dann Dienstag 13.30 Uhr, by the way. Aber eben die Datenabhängigkeit, dementsprechend werden diese Daten jetzt noch mal wichtiger, weil Paul auch klar gemacht hat, wir sind datenabhängig. Also je höher die Inflation reinkommt oder je stärker die Arbeitsmarktdaten, umso schlechter für die Aktienmärkte und umgekehrt. Paul hat übrigens, ich hatte heute Morgen ja das Video gemacht, ob der Fed-Chef denselben Fehler nochmal begeht, den hat er nicht begangen. Er hat ein einziges Mal von Disinflation gesprochen und als er sagte, es gibt little sign of disinflation in the category of core services, also Kernbereich der Dienstleistung, wenig Anzeichen einer Disinflation. Also das Wort Disinflation ist jetzt mal wieder verschwunden. Hier mal die Prognosen, die derzeitigen Prognosen, Final Nowcast. Was die Daten dann am Dienstag zur Inflation betrifft, Headline zum Vorjahresmonat 6,2, zum Vormonat 0,6, das würde dann auch keine Disinflation sein, und Core, also Kern 5,7 und 0,6. Und all das bedeutet ja nichts anderes, dass Geld jetzt immer teurer wird, Anleiherenditen steigern, es gibt immer mehr Alternativen zu Aktienmärkten, Tina is dead. Hier sehen wir mal, dass es jetzt so ist, dass man etwa für eine sechsmonatige US-Staatsanleihe schon mehr bekommt als für die S&P 500 Earnings Yield. Das heißt, es ist so, dass praktisch die Aktienmärkte keinerlei Risikoprämie mehr ausschütten, könnte man sagen. Ich kann also für eine sechsmonatige Anleihe genau das bekommen, was ich normalerweise bei Aktien bekomme, nur ohne Risiko. Und jetzt könnte es theoretisch ja sein, dass Aktienmärkte auch mal fallen. Warum? Weil Unternehmen weniger verdienen, die Umsätze nicht mehr steigen, sondern sinken, die Gewinne sinken, die Margen schlechter werden, eben in einer Rezession, die ja die Anleihenmärkte hier praktisch antizipieren. Und so sehen wir, dass eben jetzt praktisch diese Risikoprämie so gering ist, wie sie oft kurz vor Rezession ist. Diese dunkelgrauen Balken hier, das sind Rezessionen, und meistens haben wir das ganz kurz vor solchen Rezessionen, dass die Risikoprämien für Aktien nach unten gehen, dann allerdings wieder nach oben gehen in der Rezession. Und jetzt hier Simon Bettschinger, der etwas sehr Seltsames sagt aus meiner Sicht: Wenn ich mit einem ETF im S&P 500 investiert bin, partizipiere ich jeden Tag an der Wertschöpfung, die amerikanische Firmen erbringen. Warum sollte ich jemals verkaufen? Dann bin ich morgen nicht mehr dabei, wenn die Leute essen gehen, Autos kaufen, Filme schauen, Internet surfen und telefonieren etc. Lieber Simon, das ist vielleicht jetzt nicht der ökonomisch schlaueste Ausspruch, den du in deinem Leben getan hast. Denn was passiert, wenn die Leute eben weniger Autos kaufen, wenn schlichtweg die Bewertungen eben deutlich nach unten kommen, respektive dann die Aktienpreise auch deutlich fallen sollten? Denn es gibt jetzt eine Alternative eben zu Aktienmärkten, Tara oder Tapas oder Tiara, je nachdem, wie man es denn auch bezeichnen will. Also das finde ich eine etwas mechanistisch verschobene Ansicht, aber ich hatte jetzt kürzlich mit dem Simon schon ein paar Auseinandersetzungen. Der
sachlicher Art, der meint, dass so die Öffnung Chinas wäre disinflationär. Ich sage, das Gegenteil ist der Fall, weil China eben der große Rohstoffimporteur ist. Und wenn wirklich in China die Nachfrage anziehen würde, was sie nur sehr beschränkt tut, dann ist das inflationär, sagt Simon Betschinger. China hat doch alle Rohstoffe. Und dann sage ich, echt? Die haben ein paar Rohstoffe, die haben vielleicht seltene Erden, aber die importieren Kohle, andere Geschichten massenhaft. Also hier sehen wir eine etwas verschobene Ansicht aus meiner Sicht, die mechanistisch ist, die einseitig ist, die nichts mit Ökonomie zu tun hat, nichts mit faktischen Gelddingen zu tun hat, sondern irgendwie ein Stück weit Wunschdenken ist. Hier sehen wir mal, by the way, dass die Cash-Reserven, respektive Cash-Allokation, ist extrem gering. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Welt auf Cash sitzen würde und niemand in Aktien. Now the opposite is the case. Das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren, in dieser Grafik von Game of Trades. Und jetzt kommt der Nouriel Roubini, den Sie vielleicht kennen. Der sagt, ich wette gegen die Zentralbanken, denn die Zentralbanken werden einen Rückzieher machen, um einen Crash zu vermeiden. Ja, das glaube ich auch, nur der Weg bis dahin ist noch ziemlich weit, bis das passiert. Und er sagt wörtlich, die Zentralbanken befinden sich in einer Schuldenfalle und können die Zinsen nicht weiter anheben. Das System ist so hoch verschuldet, dass es eine harte Landung geben wird, die zu problematischen Zahlungsausfällen führt, wenn die Zinsen genug angehoben werden, um die Inflation zu bekämpfen. Also werden die Notenbanken kalte Füße bekommen, das glaube ich auch. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, selbst wenn es so kommt, wenn also die Notenbanken dann wieder die Zinsen senken, vielleicht sogar Liquidität ins System pumpen, dann bekommen wir früher oder später wieder das Problem der Inflation. Was wird dann passieren? Dann sagen sich die Anleihemärkte, hey, die Notenbanken wollen jetzt diese Inflation gar nicht mehr bekämpfen, weil sie eben fürchten, wieder einen neuen Crash zu bekommen. Also verlangen wir Renditen von 10% oder 15% auf die Staatsanleihen. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Das ist wahrscheinlich die Situation, in die Notenbanken kommen würden. Das stellt dann für uns alle letztendlich die Systemfrage. Die EZB wiederum ist extrem unentschlossen bzw. gespalten. Es gibt scharfe Debatten über Inflation und Zinsen. Und die einen sagen, ach, die Kerninflation ist doch gar nicht so wichtig. Uns geht es doch um die Gesamtinflation, also mit Nahrung und Energie. Andere sagen, nein, das Entscheidende ist die Kerninflation. Andere sagen, wir werden 4,5er Zinsanhebungen sehen wie Holzmann, der Österreicher. Centeno, der Portugiese, möchte am liebsten jetzt schon aufhören. Da kommt zu Pass, dass jetzt die Inflationserwartungen der Verbraucher im Euroraum sich abschwächen. Die träumen wahrscheinlich von niedrigeren Energiepreisen, aber ob dieser Traum sich erfüllt, aber das ist auf jeden Fall Wasser auf die Mühlen der Tauben innerhalb der EZB. Aber ein zentraler Faktor, und ich glaube, das verkennen viele Leute, wir haben jetzt eine strukturelle Inflation durch die grüne Energiewende, durch Demografie. Und diese grüne Energiewende, da gibt es heute ein neues Traktat von meinem zweitbesten Freund und meiner inzwischen zweitbesten, ja, hat Cathie Wood, glaube ich, jetzt überholt, zweitbesten Freundin Claudia Kempfert. Die also ein Traktat über Kernenergie geschrieben haben und gesagt haben, also das ist total teuer, total Quatsch, das macht überhaupt keinen Sinn. Hier die Erneuerbaren sind viel besser. Jetzt ist nur eine verstörende Tatsache, meine Damen und Herren, dass die gesamte andere Welt das anders sieht am deutschen Klimawesen, aber muss die Welt genesen. Wer also wissen will, wie wirklich die Wahrheit ist, der muss Kempfert und Fraccherino fragen. Also das ist schon ein starkes Stück. Die Argumente müsste man sich mal genauer anschauen. Die sind alle halbseiten und schön gerechnet. Ich bin ja auch ein Freund von alternativen Energien, wenn es funktioniert, aber wir brauchen wahrscheinlich den Energiemix, wir brauchen auf jeden Fall so viel Fossile wie nötig und so viele Erneuerbare wie möglich, aber derzeit eben ist das noch nicht so wirklich möglich und das eben vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Kempfert wie auch Fratscher in den deutschen Medien total nach oben gepusht werden als die maßgeblichen Ökonomen. Dann werden wir heute wahrscheinlich in der Tagesschau wieder sehen, da wird gesagt, ja siehst du, Atomkraft ist zu teuer, die Erneuerbaren viel günstiger, vergessend beiseite lassend, dass der Ausbau der Erneuerbaren nicht wirklich funktioniert in dem Tempo, lange nicht in dem Tempo, dass du eine Parallelstruktur brauchst und dementsprechend der schon hier rechts mal diese Grafik, noch vor einigen Jahren, da hat man wirklich die Entscheidungsträger befragt. Jetzt scheinen die Entscheidungsträger zu sagen und die Journalisten geben es weiter. Das gilt zumindest für viele Mainstream-Journalisten. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Man hat finanzielle Interessen, man sitzt schön im Sattel.
Man kennt sich, man kennt die Politiker, man braucht eine Quote, man versucht den Leuten nach dem Mund zu reden, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und dann kommt eben viel Quatsch raus und zum Beispiel Quatsch auch, wir werden im nächsten Jahr 500.000 neue Wärmepumpen installieren, ja dann finden wir mal bitte die Handwerker, die Polen haben keine Lust mehr zu uns zu kommen oder nicht mehr so viele. Mein Schwager wartet seit Monaten auf eine Wärmepumpe und jetzt erzählen uns die Herrschaften, also 500.000 seien überhaupt kein Problem. Totaler Quatsch. Vielmehr steht diese Energiewende vor dem Kollaps. Die Ausbauziele können gar nicht mehr erreicht werden. Netzausbau verläuft schleppend. Stromknappheit ist nur noch eine Frage der Zeit. Dementsprechend werden die Preise oben bleiben. Dementsprechend wird die Inflation oben bleiben? Jetzt hat hier der Enercon-Chef Alarm geschlagen, hat gesagt, die Windkraftausbauziele sind überhaupt nicht mehr erreichbar. Ihr redet Unsinn, ihr postuliert hier Dinge, die nicht der Fall sind. Und das ist das große Problem, das ich mit dieser Politik habe. Man sollte realistisch sein. Und jetzt sagt Stelter, die Politik hat ein reiches Land. Mit dem Argument immer, oder das Argument war ja immer, wir sind doch ein reiches Land, wir können das. Jetzt hat man viel Geld verplempert, wir nehmen immer mehr Schulden auf. Und dennoch fährt das Ding mit 100 km/h direkt gegen die Wand. Wer das verstehen will, der möge es verstehen. Und dann haben wir die Klimafanatiks, die Apokalyptiker, die Religionsgemeinschaft der Klima. Hier ein Klimaaktivist, der sagt, wir müssen riskieren, dass Menschen durch unsere Aktionen sterben, etwa wenn man auf Autobahnen Aktionen macht und es zu einem Stau kommt, vor allem das Stauende ist ja immer der gefährliche Part. Aus meiner Sicht, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir echte Klimaterroristen erleben. Warum? Die sagen dann schlichtweg, naja, es geht ja hier um die Rettung der Menschheit und das ist übergeordnet etwa gegenüber Verfassungsrechten. Dementsprechend muss man bestimmte Grenzen überschreiten, wenn es ja um das ganz, ganz große Ding geht und die sprechen immer von einer Notlage. Diese Notlage möchte ich mal genau sehen, vor allem in Deutschland. Da wird dann immer ein apokalyptisches Szenario erst an die Wand gemalt und dann eine Handlungsableitung daraus gefolgert, die so überhaupt nicht stimmt. Nicht mal der Pariser Klimarat sagt das so, weit entfernt sogar davon. Dementsprechend sollte man da kritisch bleiben und dementsprechend auch die erste Leseempfehlung DIW über Kernkraft. Alle außer Deutschland sind Geisterfahrer, bringt es glaube ich auf den Punkt. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, die Globalisierung geht weiter. Wir haben uns mal genauer die chinesischen Exportdaten angeschaut. Export nach Russland nimmt massiv zu in die EU und in die USA nimmt er massiv ab. Das zeigt, die Globalisierung ist am Start. Wir werden diese zwei Machtblöcke haben, USA und der Westen gegen China, Russland und Iran. Das ist schon in voller Fahrt. China hat heute gesagt, die USA wollen uns unterdrücken und warnt vor einer Katastrophe. Zweite Leseempfehlung. Also ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.